Jetzt sind diese Werbungsupdates nicht mehr in Kraft. Der Multistreaming-Verbot ist immer noch da und Twitch lässt sich auf Twitter feiern. Während die Konkurrenz sich einfach die Hände reibt. Und das ist auch so ein bisschen, da muss man auch sagen, Alter, guckt ihr nicht nach rechts und links. Ich wurde in der letzten Woche von 3 Agenturen angeschrieben, die mir 3-mal unterschiedliche Exklusivangebote für Kick gemacht haben. Bruder, diese Plattform rennt gerade über Agenturen deutsche Streaming-E-Mails ein. Mich würde es nicht wundern, wenn jeder größere Streamer aktuell in Gesprächen mit Kick ist, nur weil die so unglaublich aggressiv auf die zugehen. Und was die für Angebote machen. Also, um das zu verstehen, Kick hat eine neue Herangehensweise. Und ich sage euch ganz kurz, wie diese Herangehensweise aussieht. Nämlich, die bezahlen ihre Streamer jetzt in Stunden. Das bedeutet, die geben den die einfachen Stundenlohn. Und das ist etwas, was auch Trovo in einer gewissen Form gemacht hat damals. Aber die geben dir einfach einen Stundenlohn. Streamer können sich bei Kick melden und dann sagen die, ja gut, wir würden dir pro Stunde das bezahlen. Und die Angebote, die ich im Discord gesehen habe, waren so irgendwas zwischen $16. Was bei mir initial angekommen ist. Hier. Also ich sage jetzt einfach eine rein hypothetische Zahl. Ihr könnt ja überlegen, ob sie nah dran ist an dem, was ich dachte. Sagen wir einfach mal, die hätten eventuell, würden die sagen, ja, also wenn du bei uns streamen würdest, würden wir dir $57 die Stunde zahlen. Für jede Stunde, die du bei uns streamst. Was? Und das machen die gerade gleichzeitig. Während diese Scheiße bei Twitch läuft. Und das ist dumm. Also das ist, nochmal, es ist nicht die genaue Zahl, es ist etwas da rumgespickt, aber es ist eine sehr hohe Zahl und es ist einfach fucking dämlich. Es ist fucking crazy. Mit Mindestbindungszeit, mit Mindestvertragslaufzeit, über mehrere Monate, irre. Fucking irre. Was machst du noch auf Twitch? Die Realität ist, das Geld, was da existiert, ist halt leider Casino-Geld, wa? Also, am Ende des Tages musst du halt ein Pro und Contra ablegen. Pro ist, dass es eine Menge Geld für nichts. Contra ist, das ist Blutgeld. Das ist irgendwo Blutgeld. Das ist der Teufel, der dir die Hände reicht, Alter. Und das ist wirklich. Und da wird mit allem gemacht, ne? Da wird verführt, da wird versucht und so. Und ich sage euch ganz ehrlich, Alter, als ich diese Zahl gesehen habe, habe ich gedacht, wollt ihr mich fucking quatschen? Was wollt ihr bezahlen? Es ist schon krass. Es ist schon krass. Und die gehen zu jedem, ne? Die gehen überall hin, die versuchen alles. Ja, Vertrag wird dann mit, Heptik, ja. Das wird mit Blut unterschrieben. Wird eine Opfergabe wird gemacht, eine Ziege kommt in den Raum. Es ist crazy. Die Zahlen sind dumm, aber es passiert. Es passiert jetzt im Augenblick. Und ich kann verstehen, wenn Streamerinnen und Streamer, die sich von Twitch im Stich gelassen fühlen, sich denken, da sehe ich mich. Denn das ist nicht das Einzige, was da passiert. Die geben dir auch 90% von den Subs oder 95%. Es ist halt alles, was da im Vordergrund steht, ist, die monetarisieren das für dich. Aber, Boys, I don't know. Ich will da gar nicht so heftig reingehen, weil am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich hab schon ein ganz schön flaues Gefühl im Magen gehabt, als ich dachte, ach du Scheiße, Alter, wie kacken die denn so viel Geld da rein? Verkauf dich, das nimmt dir niemand übel, I guess. Die Antwort ist nein. Ich denke nicht, dass das okay ist. Nee, nicht doch. Ich hab's durchgerechnet. Ich hab's durchgerechnet und hab die Zahl gesehen und dachte mir, ach du Scheiße. Aber, nee. Hättest du einen Wechsel aber nicht rechtfertigen können mit dem Argument, dass Twitch Amazon gehört? Nee. Ich glaube nicht, dass man das rechtfertigen kann irgendwo. Also ich glaube, dass man das auch nicht muss. Es gibt Leute, die sagen, dass sie das machen und ich glaube, es ist jedem selbst, sich selbst überlassen, das zu tun. Aber. Also ich lege euch mal ein bisschen ins Mindset mit rein, ja, weil ich will euch auch ein bisschen abholen und euch da noch mehr Feedback geben. Es geht ja nicht nur darum, wie die Finanzierung aussieht, sondern es geht auch beispielsweise um andere Sachen. Der oder diejenige, die am meisten Kick repräsentiert, ist in meinen Augen Aiden Ross. Und Aiden Ross ist ein menschenfeindliches Schwein, der die Plattform zu einem Zeitpunkt in seinem Leben nutzt, um alles Mögliche zu sagen, was ihm einfällt. Und
es ist nun nicht so, dass das außer Acht gelassen werden kann. Mir ist beispielsweise auch wichtig bei sowas, wie setzt sich die Plattform bei solchen Sachen dafür ein, dass Leute nicht diskriminiert werden oder dass Leute nicht ausgeschlossen werden. So, das spielt eine Rolle. Weil wenn der größte Streamer auf deiner Plattform derjenige ist, der sagt, ja, Transmenschen, die können schon irgendwie sterben, dann ist das ein bisschen weird. Oder nicht, das ist deutlich schlimmer als ein bisschen weird. Das ist ein bisschen zu viel. Und das sollte, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Das spielt auch eine riesige Rolle. Und das ist das, was Aiden Ross leider repräsentiert. Und das auch unmoderiert, muss man sagen. Und das ist ein Problem. Das wird auch so ein bisschen abgewogen, ne? Also da geht es nicht nur um Geld. Ganz und gar nicht geht es nicht nur um Geld. Du würdest der Plattform auf jeden Fall helfen, einen seriösen Charakter zu bekommen. Über 100.000 im Monat sind natürlich auch ein Anreiz. Keine Ahnung, was ich in der Situation machen würde. Jeder von euch würde das Geld nehmen. Oder zumindest viele von euch würden das Geld nehmen. Und ich würde ihnen gar keinen Vorwurf machen. Aber hier geht es ja nicht darum, was ihr tun würdet, sondern hier geht es darum, was würde derjenige tun, der schon sehr viel Geld hat. Das ist ja auch das, was ich immer practice what you preach, ne? Hier geht es darum, jemand, der 1.500 Euro netto im Monat hat oder 2.000 Euro im Netto, der würde sagen, ey, für mich ist das eine lebensverändernde Summe, die mich sicher sein lässt, dass ich eventuell nie wieder arbeiten muss. Das ist aber etwas, das für viele große Content-Creator gar nicht mehr zur Debatte steht. Die haben schon diese lebensverändernden Summen. Die haben das schon. Da geht es dann nur noch um Gier. Und diese Gier, dieses Verlangen nach mehr, das führt dann eventuell zu ein paar Problemen. Und ich habe jetzt auch immer verstanden, warum Skuros und Orange immer eine halbe Stunde vor dem Kickstream auf Twitch streamen. Das steht in den Verträgen drin. In den Verträgen steht explizit drin, dass es ihnen erlaubt ist, eine halbe Stunde vor dem Kickstream auf Twitch zu streamen, um die Viewer rüberzunehmen. Das steht da drin, crazy. Aber das ist halt auch wieder ein Zeichen. Wenn eine Alternativplattform existiert, wie jetzt beispielsweise Kick, und diese Alternativplattform hauptsächlich von Leuten genutzt wird, die permanent auf einer anderen Plattform gebannt sind, weil sie sich nicht zusammenreißen wollen, entsteht halt das unweigerliche große Problem, dass viele Leute, die unabhängig von einem Bann diese Plattform aussuchen, sich automatisch mit den Leuten auseinandersetzen müssen, die halt da gelandet sind, weil sie von allen anderen Plattformen ausgeschlossen sind. Und es gibt zwei Plattformen im internationalen Vergleich, die damit große Probleme haben. Eine, die das mutwillig macht und eine, bei der es mehr oder weniger jetzt passiert. Bei der es mehr oder weniger jetzt passiert, ist halt Kick, weil sie die auffängt, die auf allen anderen Plattformen ausgeschlossen wurden. Und eine zweite Plattform, die das aber sehr mutwillig macht, ist Rumble. Die fängt bewusst die Leute auf, die sich auf YouTube, die auf Twitch und auf allen möglichen anderen Videoplattformen halt einfach mit menschenfeindlichen Aussagen ins Auskatapultiert haben. Das ist schon verrückt, sage ich, wie es ist. Das steht auf jeden Fall im Raum. Und das steht nur nicht für mich im Raum. Also für mich im Raum, weil dieses Angebot gemacht wurde. Nicht, weil ich mich irgendwie in diese Richtung entscheide, sondern ich will euch einfach nur mal kurz sagen, dass dieses Angebot da irgendwo steht. Das steht nicht nur für mich im Raum, sondern es steht halt für viele Content-Creator da draußen im Raum. Und ich glaube, für jeden Größeren, der wird eine Mail dazu bekommen haben. Ich habe, wie gesagt, letzte Woche 3 bekommen. Oder im Laufe der letzten Woche mit dieser Woche 3 bekommen. Und ich möchte gar nicht, ey, ganz ehrlich, wir leben in so einer ganz schwierigen Welt, ne? Twitch macht jetzt auch nicht wirklich alles richtig, aber ich bin sehr gespannt, ob es den einen oder anderen da vielleicht hinzieht. Das geht gerade in der Szene so ein bisschen ab.